sein. Jetzt, jetzt pass auf. Ich spüre nur. Ja. Mich. Ja. Aha, voll ins Auge. Aua. Ey, das ist cool. So, die schmeiße ich jetzt mal nach unten. Du hörst mal auf zu stören. Ich glaube, er ist runtergeflogen. Ja, er konnte sich nicht mal länger festhalten. Ey, was soll das denn? Kannst du dich nicht benehmen oder so? So. Könnt ihr euch auch eigentlich festhalten? Ich will mal kurz was versuchen. Scheiße, die Brücke stürzt ein, oder? Ja! Oder? Nee, ich wollte gerade sagen. Ey, wenn die jetzt kaputt gegangen wäre, ne? Holla die Waldfee, du. Okay, wir müssen jetzt hier lang. Das scheint der richtige Weg zu sein. Oder? Ich weiß es gar nicht. Es ist hier so ruhig und leise. Wo bin ich denn? Ach, okay. Wir haben jetzt hier was eröffnet oder geöffnet. Das ist echt der richtige Weg. Ja, ist er. Ich wollte gerade sagen, das war hier so ruhig und leise. Was da los gewesen? Ach, Leute. Wir haben ja diesen Schwertwirbel gerade geskillt. Und jetzt seht ihr, wenn ich schlage, dann hat er einen ganz anderen Kampfstil, ja? Vor allem stärker. Zack. Fahrstuhlkampf. Der ist schon lange tot, aber egal, ich dresch. Ich dresch weiter auf den einen. Ja, okay, jetzt geht's nicht mehr, schade. Aber wir müssten eigentlich bald am Ende sein. Wir müssten bald am Ziel sein. Ja, ich glaube, da ist es sogar schon. Gegen Kota werden wir jetzt kämpfen. Ich glaube, ich werde das in zwei Folgen aufteilen oder drei. Nee, es geht noch weiter. Wie lang das Level einfach ist. Ich glaube, jedes Level ist so lang. Wie das hier. Auf die Laser solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Oder drauf aufpassen, denn die können euch aua aua bubu machen. Ey. Du Idiot hier. Hast du nichts gelernt? Wie man eine Lady nicht behandeln tut. Oder behandelt. Ich bin nämlich eine Lady. Also ich nicht, sondern der Typ. Ah, Leute, ich kann diesen Laser auch lenken. Das heißt, ich kann alle verbrutzeln. Warte mal. Ja, echt, das geht. Tschüss, ich werde euch alle verbrutzeln. Ja. Es lebt aber leider keiner mehr. Doch, da unten. Aber da komme ich nicht dran. Nee, egal. Da leben noch welche. Jetzt, ja, doch, immer noch. Immer noch. Wartet mal. Oh, ich kann dieses Scheißteil nicht lenken. Das ist voll schwer. Ja, ja, ja. Wärmer, wärmer, wärmer. Ich hab's gleich. Kalt, kalt. Kalt, kalt. Warm, heiß. Ja, getroffen. Hi, na? Habt ihr mich gar nicht gesehen? Wie die einfach rumstehen. Ja, jetzt schlagen sie mich auf einmal. Hallo? Was für eine behinderte KI? Warum habt ihr mich nicht eben gerade geschlagen? So, ihr werdet jetzt qualvoll sterben. Ihr könnt gleich hinterher. Ja, ich bin ein Mörder. Ich bin Chucky, die Mörderpuppe. Badumtsch. So. Hier bin ich, glaube ich, falsch. Oder? Nee. Bin ich hier falsch? Irgendwas musste ich hier machen. Ja, ich musste das Teil entfernen. So und nicht anders. Und jetzt? Hallo? Wo muss ich denn lang? Ach, weiter. Ja, ja, ich sehe schon. Ja, ja. Ich sehe schon. Aha! Ich glaube, das hat weh. Da stand einer. Ja, ist klar, treff mich halt. Also wie viel Schaden man dadurch kriegt. Egal, einfach weiterlaufen. Oder bin ich jetzt in die falsche Richtung gerannt? Kann das sein, dass ich hierher kam? Oh, nee, ey. Sag mir, dass das nicht wahr ist, oder? Ja, doch, ich kam hierher. Die laufen mir alle nach. Die laufen mir alle nach.
Ich kam hierher. So ein Dreck. Ist euch aufgefallen, dass unten rechts immer irgendwelche Leute irgendwelche Spiele spielen? Und dass das im alle 3-Sekunden-Takt weitergeht? Ah, okay. Ja, hier bin ich richtig. Hier geht die Post ab. Oh ja, hier geht echt die Post ab. Hier wird geschossen. Bis zum geht nicht mehr. So. Ich überspringe den Raum jetzt einfach. Ich überspringe den Raum jetzt einfach, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich hoffe, die rennen mir jetzt nicht nach, aber ich denke mal nicht. Vermute ich mal. Kota ist direkt über euch. Ja. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, auf zu Kota. Das wird ein epischer Kampf. Das kann ich euch versprechen. Und das ist echt, das ist echt extrem geil, wie wir diesen Fahrstuhl ellenlang hochfahren. Aber viel Spaß erstmal mit der Cutscene hier. Ein Junge. Monatelang greife ich Imperiale an und Vader schickt einen Jungen. Ja, das war's. Ja, aber nicht irgendein Junge. Wir sind ein sehr männlicher Junge oder sehr starker Junge. So. Unser erster, ja unser, okay, unser zweiter, Fight. Unsere Aufgabe ist es hier, am Anfang zumindest, seine Objekte abzuwehren. Nee, gar nicht. Wir müssen den einfach angreifen. Bist du verrückt? Ich schlag dich jetzt einfach. Nimm das und das und das und ich stech dich ab und nimm das und das. Doch. Vader ist mein Vater, oder nicht? Nee, ist er gar nicht. Was laber ich für eine Scheiße? Alter! Du Scheiße. Ah, du hast voll den Gegenstand abbekommen. Jetzt schlage ich dich von hinten. Nein, pass auf, pass auf, pass auf. Was macht er da? Ah, da muss ich jetzt ausweichen. Aua, das hat Schaden gemacht. Aua, das hat Schaden gemacht. Ich muss ausweichen. Ich muss ausweichen, sonst bin ich gleich tot. Wie ich ihn einfach mal greife und wegschmeiße. Ich will das nicht tun, Junge. Tu es einfach. Tu es einfach. Geil! Eigentlich müsste der jetzt schon längst tot sein, weil ich ihn gerade durchlöchert habe. Du bist stärker als ich dachte. Doch ich kann dich nicht schonen, Junge. Ich schicke deine Asche Lord Vader zurück. Oioioioioioioi, da geht aber was ab. Okay, wir fliegen jetzt auf dem direkten Weg zu einem Planeten. Und ich muss sagen, die Kämpfe hier, die Kämpfe gegen Jedis, wie ich ja gesagt hatte, die sind im Allgemeinen in diesem Game echt total geil inszeniert. Ich liebe die. Die sind einfach so toll. Ich meine, da wurde sich so viel Mühe gegeben. Die sind so vielseitig, ja. Ich meine, man erlebt hier immer was Neues. Das immer was geboten. Und ich habe genauso viele Leben wie er. Ich werde dich einfach mal von hinten schlagen, verdreschen. So, ich nehme jetzt mal einen Gegenstand, einfach mal abschmeißen. Zwing mich nicht, dich zu vernichten, Junge. Ja, vernichte mich noch, du hast keine Chance. Scheiße, oder doch? Ja, wehr nicht einfach alles ab von mir. So, ich nehme nochmal einen Gegenstand. Oh, wie mich beleidigt. Ah, lass mich los, du Arsch! Keks! Nein, 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 lass mich los! Boah, ich konnte abwehren. Wir haben ihn gleich, Leute, wir haben ihn gleich, er ist gleich tot. Ja, jetzt! Bam! Chris, erstmal, scheiße. Leck mich. Und nochmal. Oh Mann, was ist das? Ich drücke mal zu spät. Das Timing gefragt, Alter, wie wir ihn quälen. Nein, schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Leck mich. Ja, für Anfänger. Aber das ist echt extrem geil, wie das einfach ausschaut. Oh, und schon wieder nicht geschafft. Ich bin so schlecht, ey. Ich muss erstmal reinkommen in das Spiel. Tut mir echt leid. Aber das ist echt extrem geil, ey. Wie die sich hier fetzen. Vader glaubt, er hat dich. Doch ich spüre die Zukunft.
Vader wird nicht immer dein Meister sein. Jetzt, jetzt pass auf. Ich spüre nur... Ja? Mich? Ja? Aha, voll ins Auge! Aua. Aua. Hui. Und weg die Maus. Ja, Leute. Das war echt extrem schmerzvoll. Also, der hat ein Lichtschwert ins Auge bekommen, ey. Boah, wir haben ihn voll ins Auge geschlagen, ey. Aua. Und dann ist er auch noch einfach mal aus dem Raumschiff geflogen. Und ja, naja, okay. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn ihr Lust habt. Und ja, mir macht das Spiel end geil Bock. Ich finde das so, so toll. Und ja, wenn ihr das genauso toll findet, dann bewertet es doch bitte oder schreibt mir einen netten Kommentar. Das würde mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut. Ciao. Oder das kommt noch, hier die Forscher kommen noch. Die gucken uns noch an. Kota ist tot? Ja. Sein Lichtschwert. Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden. Castamparatus ist viel stärker als du. Ich erwarte nicht, dass du überlebst. Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher. Alter, wie fies. Imperator. Ja, nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Hinterhältig. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Meister. Ah. Ich bin gerade voll auf die Lippe gebissen. Ah, ich schmecke Blut, lecker. Unglaublich. Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Coruscant. Proxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern. Ich höre tausende Droiden, die sich alle einander zurufen. Hier gehen Droiden zum Sterben hin. Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht. Das mache ich. Aber es gibt nicht viele Lichtungen. Ihr müsst den Tempel zu Fuß aufsuchen. Okay. Naja, dann. Der nächste Planet wäre das dann. Und... ja. Jetzt aber... Leute... wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ne? Wäre nett, wenn ihr es bewerten könntet oder mir einen Kommentar schreiben könntet. Wenn euch was nicht gefallen hat, dann bitte schreiben warum. Die Scanner zeigen an, dass ihr einen Weg durch den großen Hyperantriebskern finden müsst. Wenn ihr drüben seid, solltet ihr den Schrott. Und naja, wir haben ein neues Outfit. Ich finde es sehr schick. Also es sieht auf jeden Fall richtig geil aus, ja. Und das wäre dann der neue Planet. Den machen wir aber dann in der nächsten Folge. Und... ja. Macht's gut, ne? Bis dahin. Ciao.